Gut, ich sehe kaum noch jemanden laufen, die meisten sitzen schon. Jetzt aber schnell, Michael. Wir machen dann weiter. Der nächste Vortrag findet wieder live on stage statt hier vorne. Ich freue mich, dass Günther Wagner einen Vortrag hält. Er ist hier in der Region vorwiegend tätig. Ist unterwegs im Bereich von Open-Source-Desktop-GIS, Open-Source-Web-Anwendungen für kleinere und größere Kommunen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Du kannst das gerne noch ergänzen. Bitte, beginne. Ja, Jörg, vielen Dank. Ja, recht herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in Freiburg auf der VOSGIS. Freue mich, dass doch zahlreiche Publikum jetzt da ist. Wir haben eine kleine Programmänderung, was diesen Vortrag angeht. Er wurde aufgeteilt in zwei Vorträge. Darum frage ich als erstes mal, wen interessiert denn das Thema LISTMAP hier im Saal? Oh, doch ein paar. Bin ich erfreut. Gut. Zum LISTMAP, das wird der zweite Vortrag, also der technische Teil vom LISTMAP. Wir sehen jetzt auch gleich was. Aber wie man LISTMAP konfiguriert und was das Besondere an LISTMAP ist, das erläutere ich dann ausführlich im zweiten Vortrag. Und der ist unmittelbar angrenzend jetzt um 17 Uhr im Hörsaal Anatomie. Also das kam mir jetzt auch gelegen, weil es sonst ein bisschen arg kompakt geworden wäre. Kurz zur Gliederung des Vortrags. Ich werde mich kurz vorstellen. Dann gehe ich mal auf die Frage ein, warum überhaupt eine kleine Gemeinde ein eigenes WebGIS braucht. Die Ausgangssituation der Gemeinden hier im Ländle, also in Südbaden. Die technische Umsetzung, wie gesagt, die werde ich nur ganz kurz erwähnen. Die gibt es dann um 17 Uhr im nächsten Hörsaal. Und ich werde ein paar Beispiele zeigen, die ich schon umgesetzt habe für kleine Gemeinden. Ja, kurze Vorstellung. Ich habe ursprünglich Vermessung und Informatik an der Fachhochschule in Berlin studiert. Habe vor ein paar Jahren mal so als Wissensupdate noch ein Online-Studium in Sachen GIS gemacht. Betreue seit weit über 20 Jahren Gemeinden im Bereich Geodatenmanagement. Früher CD, jetzt ausschließlich eigentlich GIS, WebGIS. Und erstelle für die Gemeinden auch so gut wie jeden Plan. Also das geht vom Bebauungsplan über Flächennutzungsplan bis zur Wanderkarte. Seit 2011 bin ich selbstständig mit eigenem Büro Wagner IT. Hier auf der VOSGIS haben wir einen Gemeinschaftsstand mit dem Klaas Leiner und den Jens Eligerhausen. Da freue ich mich natürlich auch in den nächsten Tagen noch auf den Besuch. Kleine Gemeinden, warum brauchen die überhaupt ein eigenes WebGIS? Das ist hier vielleicht in Baden-Württemberg ein klein wenig anders als im Rest von Deutschland. Diese kleinen Gemeinden haben hier eine ziemlich hohe Eigenständigkeit. Was verstehe ich überhaupt unter kleine Gemeinden? Das sind Gemeinden, die ich jetzt betreue, also auf die beziehe ich auch meine Aussagen, auch wenn ich glaube, dass sie in Baden-Württemberg viele Gemeinden betreffen. Die haben 4.000 bis ca. 11.000 Einwohner. Befinden sich im Landkreis Emmendingen, der grenzt hier unmittelbar nördlich an Freiburg an. Wie gesagt, eine hohe Eigenständigkeit. Bestes Beispiel, wir hatten bis Ende letzten Jahres in jeder noch so kleinen Gemeinde einen eigenen Gutachterausschuss, der die Bodenrichtwerte festgelegt hat, auch in einer Gemeinde mit 1.500 Einwohnern. Machte keinen Sinn mehr, darum hat man es jetzt zentralisiert, aber war bis Ende letzten Jahres so. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist mir in Baden-Württemberg auch keine Förderung bekannt, die GDI-Projekte in größeren Einheiten gefördert hätte und so der Gemeinde aber eine Möglichkeit gegeben hätte, sich damit einzubringen. Es gibt zwar vom Landratsamt Emmendingen ein eigenes WebGIS, das wird aber völlig unabhängig von den Gemeinden betrieben und das Landratsamt fungiert auch nicht als GIS-Dienstleister. Also man kann sagen, wenn das auch die kleine Gemeinde kein eigenes WebGIS oder GIS sich irgendwie beschafft, dann hat es eigentlich keins mit der Einschränkung, dass man das vom Landratsamt natürlich verwenden könnte, aber das entspricht dann unter Umständen nicht seinen eigenen Vorstellungen. Was haben wir für Voraussetzungen in diesen kleinen Gemeinden? Ja, es ist klar, die haben sehr wenig Personal und Finanzressourcen. Oftmals haben die gar kein eigenes Bauamt. Dementsprechend sind auch die GIS-Anforderungen
Es werden reine Viewer-Funktionalität wird erwartet. Da will also keiner irgendwelche Auswertungen fahren, da werden keine Analysen gemacht, da werden auch keine eigenen Daten erzeugt, will man auch gar nicht, höchstens mal ein Attribut im Web gescannt. Das kommt jetzt in letzter Zeit doch öfter vor, weil es einfach die Möglichkeiten gibt. Die Ausgangssituation bei den Daten. Alle Gemeinden, die mir bekannt sind, haben eine sogenannte Rahmenvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, dem LGL in Stuttgart. Da bekommen sie einmal im Jahr aktuelle ALKES-Daten, digitale Rasterkarten, DLM-Daten und noch einiges mehr. Und alle 3 Jahre gibt es neue Luftbilder mit 20 cm Bodenauflösung. Das LGL selbst hat in meinen Augen nicht wirklich ein Open-Data-Angebot, wenn Sie es selbst auch anders sehen. Meiner Meinung nach kann man von diesem Open-Data-Angebot nur die Hintergrundkarte, die nennt sich hier Maps-VBW, die kann man gut gebrauchen. Die hat ein schönes farbiges Kartenbild. Da gibt es auch noch Alternativen, gerade wenn man eine graue Darstellung braucht, gibt es vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie was. Und natürlich die OpenStreetMap-Daten auch als Hintergrundkarte. OpenStreetMap-Daten spielen auch nicht so die wichtige Rolle bei diesen ganz kleinen Gemeinden wie vielleicht in einer größeren Stadt. Sie werden, wenn dann so ergänzend genommen für Topografie, die in den amtlichen Daten fehlt, Wege im Außenbereich, Wege im Wald, Gleise oder ähnliches. Weil gerade die Topografie ist leider die, die es überhaupt gab früher in den Katasterdaten, ist im Zuge der ALKES-Einführung verschwunden, also sprich Böschungen, Fahrbahnränder gibt es nicht mehr in den ALKES-Daten, werden nicht mehr fortgeführt und ein Kaiserstuhl oder ein Schwarzwald ohne Böschung, ja, da fehlt einfach was. Dann gibt es natürlich noch diverse Fachdaten von Ingenieurbüros, von den Landratsämtern, von der LUBW, also dem Landesamt für Umwelt. Da liegt es am GIS-Dienstleister, diese zusammenzusuchen und dann sinnvoll zu kombinieren für die Nutzung durch die Gemeinden. Kurz was zum Datenschutz. Biete ein relativ einfaches, kleines WebGIS an. Dort speichere ich keinerlei personenbezogene Daten. Also insbesondere keine Eigentümerdaten zum Flurstück. Die Sicherheit kann ich einfach nicht garantieren. Da geht es weniger um die Sicherheit für um die technische Sicherheit, der würde ich beinahe auch zutrauen, aber der Login, die Login-Möglichkeiten bei dem WebGIS sind mit einem einfachen Benutzernamen und Passwort und es ist schnell weitergegeben. Das entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen. Luftbilder werden wie allgemein üblich nur mit 20 cm Bodenauflösung oder schlechter öffentlich dargestellt, im geschützten Bereich gibt es die dann auch mit 10 cm, die können die Gemeinden zusätzlich bestellen und befliegen lassen. Es gibt noch ein bisschen was Lizenzrechtliches, aufgrund der Rahmenvereinbarung zu beachten, muss man zum Beispiel darauf achten, dass es keine Abmarkung von Grenzpunkten öffentlich dargestellt wird und keine Flurstücks- oder Gebäudenutzung als Text drin steht. Das sind jetzt noch Einschränkungen in dem Zeitraum, wo es keine Open Data in Baden-Württemberg gibt. Wir hoffen ja alle, das ändert sich bald mal. Dann möchte ich noch speziell auf das Thema Bauleitplanung kurz eingehen, weil die Bauleitplanung immer so die treibende Kraft für ein WebGIS oder für ein GIS in einer Gemeinde war und ist. Zum einen dient dann der Zusammenstellung und der Übersicht im Rathaus der Gemeinde. Zum anderen haben es aber zum Beispiel auch die Gemeinderäte in den letzten Jahren gefordert, dass sie sagen, wir wollen einfach einen Überblick haben, wo liegt denn welches Baugebiet, über welche Bebauungsfahnen reden wir denn. Das war treibende Kraft. Wir haben da auch aktuell die Herausforderung Inspire X-Planung. Die kennt ja jeder, auf die gehe ich jetzt hier auch nicht ein. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Veröffentlichungspflicht aufgrund des Baugesetzbuches. Das heißt, ein Bebauungsplan muss aktueller, muss auch im Internet veröffentlicht werden. Und in Baden-Württemberg musste jetzt zum letzten Jahr auch eine Quelle angegeben werden, wo man denn diese Bebauungspläne findet, online im Gemeindeauftritt. Ja, direkt vom Inspire und X-Planung
haben die Gemeinden meiner Meinung nach keinen großen Nutzen. Aber die Arbeiten, die sie dafür leisten müssen, und die sind ja nicht unerheblich, überhaupt die Daten zusammenzustellen, aufzubereiten, wenn sie das gemacht haben, können sie die Umringe von den Bebauungsplänen zum Beispiel, die georeferenzierten Rasterdaten, die können sie natürlich dann wunderbar auch in ihren eigenen WebGIS verwenden. Eine weitere Herausforderung ist die immer stärkere Bürgerbeteiligung. Also wir hatten jetzt selbst in diesen ganz kleinen Orten, in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern, hatten wir einen Bürgerentscheid, der ein Bebauungsplanverfahren gekippt hat. Da bietet ein WebGIS, ein BürgerGIS natürlich die Möglichkeit, einfach objektive Daten darzustellen und so mehr Transparenz zu schaffen. Die Bürgerbeteiligung wird auch in anderen Bereichen immer stärker. So gibt es jetzt gerade letzte Woche hatte ich eine Anfrage, da wird zusammen mit dem Gemeinderat werden Arbeitsgruppen gebildet und man will gemeindeeigene Flächen sinnvoller auch in Hinsicht auf Umweltschutz nutzen. Da bilden sich Arbeitsgruppen, die gucken, wo könnten wir denn zum Beispiel auf Gemeindeeigentum eine blühende Wiese anlegen oder einen Grünstreifen anlegen. Und da habe ich dann auch ein kleines WebGIS gebastelt, ein WebGIS-Projekt, wo man diese Flächen visualisiert und dann Attribute vergeben kann. Da ist eine eingeschränkte Nutzung, da haben wir das und das vor. Also da tut sich gerade einiges. Ganz kurz zur Situation, wie bisher GIS, WebGIS bei meinen Kunden zumindest vorher genutzt wurde. Circa seit 1998, 2000 gab es so die ersten CAD-Viewer, die Katasterdaten dargestellt haben. Das war schon sehr viel, sehr hilfreich für die kleinen Gemeinden. Das waren meistens Vermessungsbüros oder Tiefbaubüros, die ein Viewer zur Verfügung stellen konnten. Die wurden dann auch recht ausgebaut. 2011 kamen so die Anforderungen, ja, wir wollen das Ganze im Internet sehen, nicht nur als PDF-Datei, wir wollen ein bisschen anschaulich sehen, wo sind die Bebauungspläne. Wie gesagt, die Anforderungen kamen auch von den Gemeinderäten. Ich habe das damals gelöst bei meinen Gemeinden einfach mit einer einfachen Google Maps-Darstellung. Hatte den Riesenvorteil, Google Maps konnte kann jeder Bürger benutzen, keine Berührungsängste. Es gab da auch eine Sachdatenabfrage und das läuft in manchen Gemeinden bis heute sehr zufriedenstellend. Allerdings, so 2017 kam dann die Anforderung, ja, Google Maps ist gut und schön, aber wir brauchen eine flurstückscharfe Abgrenzung. Gerade was die Bodenrichtwerte angeht, die wurden dann auch viel auch von Versicherungen, Banken, auch Finanzämtern abgefragt. Die wollten einfach das Flurstück sehen. Und das war dann die Zeit, wenn echtes WebGIS. Und seitdem folgten viele verschiedene themenbezogene WebGIS-Projekte. Erwähnen möchte ich noch in Baden-Württemberg das Angebot der kommunalen IT-Dienstleisters ITEOS. Die haben auch schon sehr lange ein Produkt in Grada, was sie bei den Gemeinden vertreiben, was auch etliche Gemeinden haben, jetzt eher in Grada Web. Sehe ich mittlerweile als sinnvolle Ergänzung auch zu meinem WebGIS, weil deren Schwerpunkt auf Sicherheit liegt. Die haben hochsensible Daten, Finanzdaten, Steuerdaten, Statistikdaten, an die komme ich eh nicht ran. Und die beiden Systeme können sich auch gut ergänzen. Zur technischen Umsetzung gehe ich, wie gesagt, um 17 Uhr drauf ein. Ich bin durch Zufall auf den Lismap-Client gekommen und war und bin von ihm begeistert. Darum möchte ich den ein bisschen näher erläutern um 17 Uhr. Ja, trotzdem jetzt noch ein anderes Schaubild, etwas komplexer, weil dies so den Vorteil ein bisschen darstellt, wenn ich schon einen Kartenserver habe und den Browser mit WMS und WFS-Diensten füttere, dann kann ich diese Dienste natürlich auch für andere Zwecke verwenden. Also ich kann zum Beispiel das lokale Gemeinde-GIS-System auch mit den Diensten dort auch die Dienste nutzen. Ich kann die Dienste auch den externen Büros zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Luftbilder. Früher hat man da DVDs an Luftbildern hin und her geschoben. Da kann man denen heute einen WMS-Dienst geben.
Oder aber mit Büros, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet, den könnte man natürlich sogar Lese- und auch Schreibrechte auf eine speziell zur Verfügung gestellte Datenbank geben. Zur Datenbank noch kurz. Ich verwende da PostgreSQL mit PostGIS. Sämtliche Vektordaten werden darin gespeichert. Grundlage bei den kleinen Gemeinden sind auf jeden Fall die amtlichen Daten. Also das Wichtigste ist, nach einem Flurstück zu suchen. Ja, darum werden die ALKIS-NAS-Daten verwendet. Ich verwende die Tools der PostNAS-Suite mit dem NORGIS-ALKIS-Import und auch mit der Darstellung im QGIS übers Plugin. Da den Hinweis, wer sich dafür interessiert, wir haben morgen um 17 Uhr mittlerweile geändert, nicht mehr im Raum 1, sondern müssen wir draußen nochmal gucken, haben wir ein Anwendertreffen. Da ist natürlich jeder, der sich für die Verwendung von ALKIS-Daten interessiert, herzlich willkommen. So, dann möchte ich jetzt ein paar Beispiele zeigen. Hoffe, ich habe noch. Ja, liegt noch gut in der Zeit. Beispiele, die unterteile ich mal in öffentliche Projekte und in Projekte mit Zugangsdaten. Die öffentlichen Projekte, zum Beispiel zum Thema Bauleitplanung, Bodenrichtwert, die Jagdkataster oder auch allgemein des BürgerGIS. Im BürgerGIS sind bei mir sämtliche Daten enthalten. Das andere sind also eher Kopien, wo die entsprechenden Fachthemen denn schon aktiviert sind. Es hat sich gezeigt, dass manche Benutzer also tatsächlich Scheu davor haben, selbst den Haken zu setzen vor einer Ebene oder vom Layer, dass die Akzeptanz größer ist, wenn ich Ihnen das fertige Projekt mit dem darstelle, was Sie auch erwarten. Ich zeige das jetzt mal hier am Beispiel der Bauleitplanung. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Geht es da größer? Ja. Und ist aber ungeschickt. Okay. Da sehe ich von hier nichts. Ja, das ist es nicht. Müssen wir leider den Weg wohl nicht. Ich kann da oben jetzt einfach nichts eintippen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, nee, ich sehe das einfach oben nicht zum Tippen. Also da ist kein technisches Problem. Das ist ein bisschen schade. Aber wir kriegen das auch anders hin. Indem ich den nächsten Browser nehme. Genau. Wir haben hier mal beispielhaft an der Stadt Ending den WebGIS-Auftritt. Moment, wir machen es anders. Ich dupliziere das mal. So. Ja, jetzt haben wir es. Es gibt ein deutschlandweites Portal, wo die Bauleitplanung, wo, wie gesagt, jede Gemeinde einen Link abliefern muss, wo man die Bauleitplanungsdaten von ihnen findet. Da kann man entweder über einen Suchbegriff die Gemeinde suchen oder über eine Karte. Wir suchen hier mal und geben mal ein. Die Stadt Herbolzheim zum Beispiel, die ist im Norden von Emdingen, also hier ungefähr 30 Kilometer nördlich von Freiburg. Und da wollen wir die rechtskräftigen Bebauungspläne haben. Und die sind dann hier verlinkt auf der Seite. Jetzt sehen wir mal den Lismap-Client mit einer Hintergrundkarte. Und ich habe jetzt hier auf die einzelnen Funktionen, gehe ich nicht ein, die sind selbsterklärend, aber ich habe einen Tooltip zum Beispiel, wo ich jetzt hier den Bebauungsplan sehe. Ich kann nach einem Bebauungsplan hier oben auch suchen. Hier noch ein Hinweistext. Wenn ich jetzt nach dem Herrengüter zum Beispiel, Herrengüter 2 suche,
springe ich dahin, kann, wenn ich sie anklicke, mir die entsprechenden Sachdaten abrufen, kann auch, wenn ich jetzt weiß, okay, mich interessiert der Bebauungsplan Herrn Güter 2, dann nehme ich den halt weg und die Übersicht weg und lade mir die entsprechende georeferenzierte Rasterdatei. Hier oben kann ich nach einer Flurstücksnummer suchen, also 10602 sehe ich hier gerade. Bringt er mir dahin und so weiter, die üblichen GIS-Funktionalitäten. Ich wollte jetzt noch ein paar Beispiele zeigen intern. Eins ist mir besonders wichtig, halt nicht Ending. Jetzt mal von einer anderen Stadt. Ending am Kaiserstuhl. Da haben wir, wie gesagt, auch ein Bürger-GIS, wir haben die Bauleitplanung, wir haben im Forstbereich, wir haben da ein Problem mit abgestorbenen, trockenen Bäumen. Da gibt es was, wo die Waldbesitzer jetzt informiert werden. Wir haben die Bodenrichtwerte, ein ganz starkes Thema von den Abrufzahlen her. Das sind die öffentlichen Projekte und wir haben aber natürlich wesentlich mehr interne Projekte. Da habe ich hier einfach mal quasi alle freigeschaltet. Das geht bis zu einer Wanderkarte, eine App über eine Blütenwanderung, die ich mehr als Werbung fürs Bürger-GIS dann habe. Das Baulückenkataster wird online gepflegt, zum Beispiel jetzt hier gerade für eine FNP-Neuaufstellung. Auch die entsprechenden Entwürfe werden hier vorgehalten, sodass alle Beteiligten immer den aktuellen Stand kennen. Dann hat der Förster ein internes Projekt zum Klimaschutz, haben wir was. WebGIS zeige ich gleich noch kurz, was, sofern es die Zeit erlaubt. Kanalbestand, Wasserleitungen, das mache ich ganz pragmatisch. Jedes CAD-System kann heutzutage einen georeferenzierten Plan ausgeben. Der wird hier einfach hinterlegt und schon habe ich meine Kanalsituation drin. Hausnummernvergabe, auch ein interessantes Thema. Bei den kleinen Gemeinden ist es so, da hat jemand, der die Hausnummern vergibt, der macht sich eine Kopie vom Umlegungsplan, trägt die ein, packt die im Aktenordner und wenn jemand die Hausnummer haben will, muss er da wieder rangehen, kann er auch gleich im Kugis eintragen und jeder hat es gleich zur Verfügung. Pachtflächen zeige ich nachher ein Beispiel, machen wir online was im zweiten Vortrag. Friedhofsverwaltung, Friedwald, ja, Baumkataster, das Übliche. Ich möchte jetzt zum Abschluss ein Projekt zeigen, was mir besonders am Herzen liegt. Weil so ein GIS, WebGIS-System lebt vom Anwender und ich habe hier einen Bauhof, der steht vor der Herausforderung, jede Menge Grünflächen als Ausgleichsflächen sehr differenziert zu bearbeiten. Da habe ich früher große Pläne gemacht, die an der Wand aufgehangen wurden. Hier haben wir zum Beispiel so einen Bereich, wie gesagt, das geht über die ganze, ich weiß nicht, werden 100 oder mehr sein, wo die Flächen markiert sind. Gibt es auch eine Legende. Und es war immer das Problem, wo ist denn die Fläche, wenn derjenige vor Ort ist, hat er überhaupt die richtige Fläche, was muss er da machen? Sind sie auf mich zugekommen, die wollten selbst also so eine GIS-Lösung haben. Jetzt hat jedes Fahrzeug ein Tablet vor Ort, sodass sie jederzeit wissen, hier links über, wo sie sich gerade befinden. Sie klicken auf die Fläche, kriegen eine detaillierte Anweisung, was zu tun ist. Diese Daten pflegt übrigens der Grünordnungsplaner direkt, der hat Schreibrechte auf die Datenbank, also das macht er von sich alleine, arbeitet auch mit QGIS. Und dann kam als die i-Tüpfelchen noch die Anforderung vom Bauhofmitarbeiter und sagte, ja, das ist ja gut und schön, aber jetzt bin ich da vor Ort und brauche ein anderes Gerät. Da würde ich gerne einen Hinweis setzen. Und es lässt sich ja auch, die Daten lassen sich auch editieren. Das heißt, er setzt jetzt einen Hinweis. Diese Begriffe kommen auch von den Bauhofmitarbeitern. Und der sagt, okay, da muss ein Bagger für Gehölzarbeiten hin. Der speichert das ab. Die Fläche wird schraffiert und der Bauhofleiter zum Beispiel sieht in seinem QGIS im Bauhof sofort, okay, da muss ich was tun, kann sich auch über die Attributtabelle eine Übersicht schaffen,
was jetzt gerade ansteht mit der entsprechenden Priorität. Und das ist ein sehr effektives Arbeiten, wo auch viel Feedback, also selbst von den einzelnen Bauhof-Mitarbeitern kam. Vielen Dank, hab kurz überzogen. Ja. Gut, vielleicht Zeit für ein bis zwei kurze Fragen. Ansonsten musst du ja auch selber umziehen und drüben wieder dein Notebook aufbauen, um den nächsten Vortrag zu halten. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Hier vorne, okay. Ich habe keine Frage, sondern einen Kommentar dazu. Ich bin in der Nähe des Bodensees, auch hier aus Baden-Württemberg. Ich glaube, und wenn ich mich zurück entsinne, es wird jetzt nicht ganz kurz, Voskis 2011, ich komme nach Hause, Wahlnacht, und Kretschmann wird gewählt. Er hatte versprochen, die Grünen hatten versprochen, Geodaten freizustellen. Ich bin froh, dass es bis heute nicht gemacht hat, nicht mehr die Luftbilder. Die Gemeinde haben ja dieses Paket, was du beschrieben hast. Wofür sie aber zahlen müssen. Ich glaube, müssen, ne? Dass diese Kultur der Geodaten bei uns oft in den kleinen Kommunen läuft, mit QGIS als Zweitsystem und die OpenStreetMap-Geodaten und diese amtlichen Geodaten aus dem Paket. Und das gibt eine wunderbare Mischung Geodatenkultur in den Kommunen. ITEOS ist ja auch eine kommunale Einrichtung. Ja, ja. Gut. Ja, vielen Dank. Das war ja keine Frage. Ich glaube, du willst was dazu sagen. Ansonsten kann man sicherlich noch das Thema auch nachher um 19 Uhr weiter diskutieren. Beim genau. Schwätzle auf dem Campus oder wie man das ausspricht. Gibt es weitere kurze Anmerkungen und schnell zu beantwortende Fragen? Da oben ist noch eine kurze Frage. Ich habe eine ganz kurze praktische Frage. Geht es jetzt in der Anatomie weiter oder im Weißmannshaus? Weil ich habe beides jetzt gehört. Ich habe es akustisch, steht hier vorne links. Meinen Sie den zweiten Vortrag? Genau, der nächste Vortrag. Ist der jetzt in der Anatomie oder im Weißmannshaus? Weil auf dem Folien stand so und Sie sagten was anderes. Entschuldigung, ja, das habe ich durcheinander gemacht mit dem Posten nach Anwendertreffen. Der findet hier direkt gegenüber in dem Gebäude in dem Weißmannshaus. Weißmannshaus. Ja, genau. Da alles findet klar. Das statt. Dankeschön. In dem Hörsaal. Das war eine schöne, einfache Frage zum Abschluss mit einer kurzen Antwort. Vielen Dank und ich wünsche allen eine schöne Pause. Ja.